Und wir sind wieder da bei Black and White. Ja. Ja, beim letzten Mal hat ja die Kreatur das Nahrungswunder gelernt. Oh, jetzt macht sie's. Da kann sie's schon. Das heißt, ich belohne sie direkt, oh, sie ist müde. Eigentlich wollte ich gerade kämpfen gehen, aber wenn sie jetzt müde ist, geht sie erstmal eine Runde schlafen. Oh Mann, und die Wunden sind immer noch da. Das ist natürlich uncool. So, das heißt, sie geht jetzt erstmal hier hin und schlafen. Feuer. Auf dem Weg dahin heile ich sie nochmal. Vielleicht lernt sie das dabei gleich. Schade. So, ich höre hier die ganze Zeit so ein Herzklopfen, aber ich weiß nicht warum. Kommt das vom Tempel? Oder von der Kreatur? Bald so aus, ne? So, da schläft sie schön. So, und ausgeschlafen steht sie von alleine auf. Nee. Okay. Wie komme ich denn jetzt wieder aus der Ansicht raus mit C? Ah, jetzt klingelt das Telefon hier. Und weiter geht's. So, die Kreatur schläft. Aber. Ja, sie kommt jetzt mal einfach hierher. So. Und wenn sie da ist, kriegt sie das Stärkewunder und dann kämpfen wir nochmal. So richtig fightermäßig. So, ach, was ist hier los? Okay. Die brauchen immer noch. Leg mal gleich die Leine an, vielleicht lernt sie es dann auch noch. Das wäre natürlich cool. So, 9%. Jetzt geht ihn mal angreifen. Jetzt bin ich so. Sie ist so stark. Kaboom. Oho, der Kerl ist mächtig sauer, Boss. Ich fürchte, wir müssen kämpfen. Ja, das müssen wir wohl. Und eigentlich dachte ich auch, dass dieser Ring irgendwann rot wird und ich die Kamera da drin feststellen kann. So, jetzt hier wird direkt geboxt. Okay, und jetzt nochmal, nochmal. Und jetzt der Move. Bam! Der hat gesessen. Ich schaff den Stern schon wieder nicht. So, jetzt ohne Pause. Nein, los. Nein. Ja. Nochmal. Der Move. Nein. Okay, verteidigen. Jetzt macht er nichts. Jetzt haut er ein bisschen. Ich habe gar nichts gemacht. Los, hau jetzt zurück. So läuft es nicht. Du musst zurückhauen. Da ist der Stern. Bam! Der hat gesessen. So, und jetzt schnell. Bevor er sich erholt. Okay, ich schaff den Stern schon wieder nicht. Nein, und jetzt macht das, ne? Boxen. Halt, nicht so schnell. Nein! Zieh dich zurück und Das war greif erst knapp. wieder an, wenn wir zum Treffen gekommen sind. Okay, aber durch das Kämpfen müsste jetzt eigentlich alles klar sein, ne? Ja, das war natürlich nicht so cool. Der will mir ein Geheimnis erklären. Ich weiß gar nicht, was das für ein Geheimnis sein soll. Habe ich vergessen. So geheim war das. So. Ich weiß gar nicht, ob sie beim Schlafen was lernt.
30%, jawohl. So, was hat sie hier? Hat sie Hunger auch noch? Müde ist sie nicht. Und sie frisst anscheinend alleine auch nicht. Ne? Hier. So, das heißt, wir gehen jetzt direkt wieder hin. Die Wunden sind, naja, nicht geheilt. Aber, naja. Wenigstens ist der Schadensbalken runter. Oh, schneit's hier gerade? Oh. Im Winter, naja. Oh, da freuen sie sich alle. 63 Glauben. Hatte ich hier, hatte ich doch vorhin ein Haus gesehen, ne? Oben drauf, irgendwo? Nee, anscheinend nicht. Aber wo bringen die denn gerade Holz hin? Wo haben die denn bitte das Gerüst her für ein neues Haus? Das ist ja unglaublich. Gibt's hier einen Wald in der Nähe? Nee, ne? Gibt's nur so ein paar einzelne Bäume. Was denn, wenn ich jetzt so mache? Ja. Nochmal, so, jetzt haben sie genug. Wo ist die Kreatur? Läuft sie schon? Oh, sie ist schon fast da. Und ich kann auch sein, dass sie bei jedem Kampf ein bisschen stärker wird. Weil sie ja auch boxt. So. Leine anlegen. 18% schon. Genau, so, und jetzt geh direkt hin hier. Da wird gleich gefightet. Oho, der Kerl ist mächtig sauer. So, vielleicht krieg ich diesmal die Kamera auch besser hin. Ich fürchte, wir müssen kämpfen. Ja. Dann nur mach hinne, das Wunder wird leer. Genau. Oh, er hat sich noch nicht ganz erholt. Das ist gut. Ja. Ach, jetzt ist natürlich die Glaubensgrenze hier. Nein, der ging daneben. Und nochmal, den Move. Nein. Dass er immer den Move unterbricht. Das auch nochmal. So, jetzt hör auf zu treten. Und jetzt ist mein Wunder schon wieder alle. Ja. Los, keine Gnade. Nee, der sortiert erst alles ab, ne? So, kann ich ausweichen. So, jetzt tritt ihn hart. Ja, nochmal. Nein, der ging daneben. Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Ja! Sieg! Schnappen wir uns die Belohnung und dann nichts wie weg. Yeah. So macht man das. Was ist drin? Der ganze Ärger nur wegen eines dämlichen Volleyballs? Halt mal. Neben unserem Tempel ist eben ein Wunderspender erschienen. Okay, ich dachte, wenn ich, ja, wenn ich doppelt Leertaste drücke, dann komme ich zurück. Da ist ein Wunderspender. Was kann das? Heilwunder Stufe 1. Stufe 1. Oh, ja. Und sie sagt Stufe 1. So, der pennt hier sich jetzt aus. Ach, das ist Stufe 1, okay. 8% für Stufe 1. So, genug geschlafen. So, jetzt lehrt er mich gefährliches Wissen. So, das war ja schön, dass wir das mal geschafft haben. Leider mit ein bisschen Schummeln. Weil er nicht ganz erholt war. Aber naja. So, ach, hier ist das Dorf, ne? So. Die bauen noch mehr. Ach, sind die noch nicht ganz fertig gewesen? Restglaube so viel. Naja. Was passiert, wenn ich R drücke? Gar nichts. Es geht nur, wenn... Naja, wer zum Tempel war.
Oh, hier ist ein Schild. Was kann das denn? Person? Ah, da kann ich an. Oh, okay. Sie rennt weg. Geh nicht weg. Komm, kleiner Freund. Die wichtigste aller Lektionen liegt noch vor uns. Mit seiner Geste. Ja, ja. Sie ist der Schlüssel zu dieser Welt. Das Geheimnis der Göttlichkeit. Dein Weg zum Triumph. Okay. Muss ich ihm jetzt dahinter gehen? Zu diesem Berg. Dort werde ich dir alles erklären. Okay. Ich oder die Kreatur? Ja, okay, anscheinend die Kreatur auch. Ja, dann latsch mal hin hier. So, das ist Wunder. Und die freuen sich alle. 74. Ah, das lohnt sich. Da kommt sie schon. So. Der winkt immer noch. Ja, ich hab's doch gesehen, Mann. Ich vertraue dir nun das Geheimnis des Glaubens an. Es ist die Quelle göttlicher Macht. Okay. Schweig, Kreatur! Oh. Nemesis, mein alter Gebieter ist zurückgekehrt. Ha, in seiner Stimme hört man richtig die Angst. Ja, ja. Schnell, komm näher, mein Freund, und hör mir gut zu. So, der Nemesis zittert schon von mir, ne? Weil er... Wenn ich das höre, dann kann ich alles machen. Okay. Dann leg mal los. Schweig, Verräter! Du darfst das Geheimnis der Seelen nicht weitergeben! Oh, die Seelen. Was für Seelen? Nemesis, er möchte unbedingt der einzige Gott sein. Okay. Er wird alle anderen Götter und Kreaturen vernichten, um die absolute Macht zu gewinnen. Okay. Schweig! Dafür wirst du sterben! Finde die drei verwandten Seelen. Nur so kannst du Nemesis aufhalten. Nun lauf! Verlasse was? Diesen Ort. Das ist der tolle Tipp. Geh, du kannst mir nicht helfen. Was war das denn? Einen Verbündeten, der Hauptsache, er macht kein Erdbeben dabei. Nach den Seelen beisteht. Okay, ja. Nun lauf, verlasse diesen Ort. Okay, ich verlasse diesen Ort, aber schnellstens. So, komm mal hier hin, der war ja müde. So, was ist jetzt los? Oh. Krass. Oh, der legt ja richtig los. Und der auch noch. Bam. Der Unterdealer hat gar nicht so gepasst. Oh oh. Okay, so, geh mal hier. Was machen die denn da? Was wollen die denn hier? Geht mal woanders hin. Was wollen die denn? Tod. Ach, ist einer gestorben? Tod! Okay. Oh, was ist hier los? Es brennt! Ah, schon gelöscht. Dein Dorf wird von dem Besitz. Nein! Das ganze Dorf wird zerstört. Ja, wir müssen versuchen, ihnen zu helfen. Sieht aus, als brauchen sie Hilfe. Tod! Okay, die Kreatur muss kommen. Los, komm schnell. Die Kreatur ist neugierig. Ja, die Kreatur kommt her. So geht es. Deswegen sagt sie tot andauernd. Tot. Ja, aber sie kann nicht herkommen, ne? Aber es regnet doch auch gleichzeitig. Heilen. Wie schnell wird das regeneriert, das Wasserwunder? Nicht so schnell wie nötig. Wie kriege ich denn diese Wolke weg? Meine Kreatur ist schwach. Tod. Gebe ich ihr mal Essen. Tod. Oh Mann, und die sterben alle. Oh, und sie hat Schaden. Tod. Nein. Hier, nimm.
Nimm doch das Essen, wo geht sie denn hin? Esse das Essen. So, das war das Essen, wunderbar. Stufe 1. Wo ist sie? Hier ist sie. Ja, das ging schön vorbei. Nee, wurde geheilt. Es ist hoffnungslos. Warte, was ist das für ein goldenes Licht? Ach, und ich dachte schon, ich könnte ihr jetzt alle Wunder noch beibringen. Was ist das? Ist das ein Trick? Ein neues Wunder? Ja, ja. Was passiert da gerade? Wie ein Portal. Und eher wie eine Falle. Der ist voll pessimistisch. Mann, das ist ein Strudel. Wirf etwas hinein. Jede Wette, dass es auf der anderen Seite des Strudels wieder herausfällt. Okay. So, Kreatur, komm mal hierher. Vielleicht lernt sie noch was dabei. Ja, sie ist neugierig. Das nützt mir gar nichts. Ich schmeiß die Bälle rein. Da hat sie Spielzeug. Ach komm, das schmeiß ich auch mit rein. Tod! Da sind die Bälle, jawohl. Ach so. Oh Gott! Auf der anderen Seite beginnt eine eigene Welt. Mhm. Stimmt. Ich werde mal einen Blick riskieren. Du bist mutiger, als ich dachte. Da geht er dann. Der Dorfbewohner hatte recht. Da ist er wieder. Hinter dem Strudel liegt ein anderes Licht. Der ist richtig badass, ne? Der sieht nur so albern aus. Holz und Gläubige mit auf die Reise nehmen. Du hast wirklich keine Angst vor diesem Ding? Was? Wir sollten ein paar Dinge hineinwerfen und dann selbst in den Strudel treten. Ja, okay. Unsere Kreatur wird uns folgen. Klicke mit der Aktionstaste. Was ist denn da los? Was zum Teufel? Da bewegt sich irgendwas. Ewig leben? Ehrlich gesagt. Ja? Wer will denn nicht ewig leben? Was ist denn da los? Gut. So, dann nehmen wir den Ball mit. Ja, ja. Gut. Ach so, da. Oh nein, die Kinder! Nein, er hat den Wunderspender kaputt gemacht. Da kann ich es gar nicht mehr lernen. Wo ist die Kreatur? Da kommt sie an. 39%. Ja. Gut. Sie weiß genau, wie es geht. Gut. Gut. Dann nehmen wir einfach alle Rohstoffe mit. Ja, den Typen konnte ich nicht beeindrucken, ne? Das habe ich nicht geschafft. Viel in meiner Hand reinpasst, in meine göttliche Hand. Am besten alles? Ja, das wäre schön. Ich weiß gar nicht, ob es eine Obergrenze gab. 20.000? So, mach mal schneller. Ja, da wächst der Holzbedarf. Ja, 20.000 tatsächlich. So, hier gehen wir rein. Wir nehmen einfach alles mit. Tod! Ja, ja. So. Ah, die Kreatur hat gelernt, was los ist. Wie viel ist denn da noch drin gewesen? Was? 7000, ja, ja. So. Nehmen wir das auch noch mit. Viel ist es nicht. Tod! Ja. Oh, dann kann ich ihr nochmal das Wasserwunder zeigen. Dann lernt sie es vielleicht ein bisschen, wenigstens. Wo ist sie hin? Tod. Okay, 15% hat sie gelernt. Lernt sie jetzt auch, dass man damit Feuer löschen kann. Das wäre natürlich gut. Ist da drin 25.000? Da müssen wir natürlich eine Weile warten, ne? Oh, oh, oh. Die Kreatur steht einfach nur daneben. Ah, dann zeige ich ihr gleich nochmal das große Heilwunder. Ja, ja. Das dauert aber lange. Und da ist die Grenze. Auch 20.000, ja. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Hier nochmal den Haufen. Tod. Weiß sie gar nicht, was sie machen soll. Was macht sie denn da? Hat sie irgendeinen Mist gefressen und jetzt kotzt sie hin. Ja. Hast du jetzt davon. So. Den Rest Nahrung auch noch. Stufe 1. Das Heilwunder. Wo ist sie? Wo ist sie hin?
Da ist sie. Das heißt, wir werden alle geheilt. 23% schon. Gut. Ich glaube, ich nehme einfach mal ein paar Leute noch mit. Was ist das denn? Ein kleines Feuer. Hinterm Haus. Einfach so. Okay. Gehen wir auch da rein. Ich nehme Heilwunder mit. Das kann man immer gebrauchen. So. Dann würde ich mal sagen, das Teil strudelt gerade rein. Auf geht's. So. Da geht's los. Ach, die Kuh strudelt auch mit. Da ist ganz viel Rohstoff, ne? Oh ja, oh ja. Ach, die Kuh steht schon da. Sie ist schon da und guckt da rein. Guck mal, da kommt jemand. Oh, da kommt einer. Wer ist es? Hallo? Ich grüße dich von Gott zu Gott. Mein Name ist Khazar. Ach ja, Khazar. Ich habe dich schließlich vor Nemesis bewahrt. Ach, danke dafür, ne? Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Dafür werde ich auch dir helfen. So, ich habe noch gar nichts gesagt. Nee, er legt einfach schon mal los. So. So, was will er denn? Meine Existenz wird von Letis, einem anderen Letis. Gott dieses Reiches und Verbündeten von Nemesis, bedroht. Ich dachte, Nemesis will der Einzige sein und hat einen Verbündeten. Mit deiner Hilfe kann ich das Blatt wenden. Es gibt viel zu tun. Zunächst müssen wir ein Dorf bauen und uns um deine Gläubigen. Okay, ja, da hilft er mir schon mal bei. Ich bringe dich in dein Dorf zurück und gebe dir Gerüste aus meinen eigenen Werkstätten. Ach, das ist ja nett, ne? Aus seinen eigenen, wie er es noch betont. Damit bestimmst du den Standort der gewünschten Gebäude. Achso, jetzt zeigt er mir das gleich, wie das geht. Was baut er mir denn? Dorfzentrum. Ich schicke dir meinen besten Baumeister. Den besten auch noch. Er ist ein bekehrter Jünger, der für dich arbeiten wird. Okay, da ist er schon. Du kannst Jünger bekehren. Gib den Menschen dazu eine Aufgabe. Setze sie... Okay, ja, ja. Das haben wir schon gemacht, obwohl wir gar nicht wussten, wie es geht. Hier sind Lebensmittel, Holz und etwas Wasser. Ich muss nun mein Reich verteidigen, doch ich kehre zurück. Ja, Nahrungswunder kann ich schon, aber Holzwunder nicht. Das ist auch immer praktisch. Khazar hat uns so viel gegeben. Ja. Er ist ein wahrer Ich kenne ihn seit einer Minute. Der Kerl ist verzweifelt. Das ist alles. Dann lass uns das Dorf errichten. Ach, der Tempel wird auch schon gebaut. Da wissen die schon, wie es geht. Einige willige Jünger. So. Mit der... Nee. Hier ist sie... Oh, sie flippen aus. Warum? Weil die Kreatur da ist? Ist... Durstig. Ja, okay, dann geh mal trinken hier. Kann sie nicht? Kreatur kommt an. So, was ist hier los? Bewässere deine Felder. Okay, dann wachsen die schneller, ja. Da kommen schon die ersten Häuser. Was ist hier los? Unbewohnte Häuser verfallen? Oh, oh. Okay. Kann ich einen Baumeister noch... Aber die machen das doch von alleine. Bekehrter Züchter. Ja. So, die Kreatur ist am Wasser. Trinkt sie jetzt auch gleich? Hunger ist okay. Nee, du sollst doch trinken. Trink doch. So, wenn ich sie loslasse, trinkt sie von alleine. Oder geht sie einfach nur essen? Okay. Ja, das war gut. Sie hat gar keinen Hunger, sie hat gerade gegessen. Ja, die Animation dauert zu lange, ne? So, Fische essen ist wunderbar. Genau so macht man das. So, und jetzt müsste sie eigentlich noch trinken, ne? Ja, da macht sie es. Da belohne ich sie auch noch für... Was ist ihr jetzt noch warm?
Dafür hilft aber nichts. So, die Wunden sind auch immer noch da. Meine Herren. So, da hat sie sich gefreut. Sie hat alles richtig gemacht. Und dann trinkt deine Kreatur mehr, wenn sie durstig ist. Ah ja, das ist gut. So. Was machen wir aber jetzt? Was macht die Kreatur jetzt? Sie geht hier hin und hilft den Leuten beim Bauen. Sie lernt am besten alles. Was gibt's hier zu lernen? Ja. Was soll das denn heißen? Nein, das wollte ich nicht. Oh Mist. Da kommt die Kreatur an. 48%. Ja, das ist gut. Tippe einen wundersamen an, um ihn zu öffnen. Gut. So, dann benutzen wir jetzt schon mal ein Holzwunder. Die Kreatur, sie kackt einfach ans Lagerhaus. Das ist ja nicht nett. Hier, guck mal hin. 9%. Genauso macht man das nämlich. So, Holzmenge. Haben wir hier noch Holzbedarf? Sie schläft. Okay, der Holzbedarf ist nicht so da. So, hier ist der Holzbedarf 0. Das sind Stärkewunder, ja, ja. Da läuft eine Kuh. Eine Kuh hat es geschafft. Naja. So, wo, komm mal hier, komm mal hier. Hier. Wo rennt sie denn hin? Aber ich kann ja auch einfach irgendwo Holz hin tun. Oder geht's jetzt einfach schlafen? Kreatur ist verspielt, ja. Jetzt nimmt sie den zweiten Ball auch noch und schmeißt ihn auch weg. Okay. Da freut sie sich. Guck doch mal hierher jetzt. Hier ist das Holzwunder. Okay, das hat ja gar nichts gebracht. Okay, jetzt schmeißt sie einfach mit dem Ball rum. Das ist auch okay. Obwohl es eigentlich besser wäre, wenn sie hier einfach zuguckt. So, baut mal den Tempel jetzt fertig, damit ich weiß, wie viel Holz ich nehmen kann. Das war wahrscheinlich nicht gedacht für den Tempel. So. Ja. Holzbedarf ist auch noch da. Okay. So, komm mal her hier. Sie ist neugierig. Das ist gut. Nein, ich hab doch eins gibt's noch. Dürfen wir das jetzt nicht wieder verplempern, da? Nee. Nein. Hier, komm mal her, da. Es wird nicht getanzt. So. Guck dir das gut an, wie man das macht. 18%, ganz genau. So macht man das so. Die binde ich jetzt hier an. Sie setzt sich hin. Okay. Dein Tempel ist fertig. Ja, dafür kommt er einfach an. Gut, gut. Ja, den anderen Ball hingeschmissen. Eigentlich haben wir zwei, ne? Was macht der denn? Er wirkt irgendwelche Wunder hier bei mir. Oh, das Lager ist auch fertig, fast. Holzbedarf 90. Oh. Was hat sie vor? Sie hat Hunger? Gar nicht. Ne, 25% nur. Was ist denn los? Ich wirk mal einfach ein Wunder, mal gucken. Stufe 1. So, guck dir das mal an hier. Hier guckst du hin. Und, hat sie was gelernt? 30% schon, yeah. So, sie weiß nicht, was sie tun soll. Okay. Naja, dann würde ich jetzt mal sagen, das reicht für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge von Black and White.